Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu dem ersten Special Part von Batman Arkham Asylum. Und zwar an alle, die mein erstes Let's Play Projekt geschaut haben. Das war ja Batman Arkham Asylum, wer hätte es gedacht? Ne? Der weiß, dass ich zu Beginn gesagt habe, ich werde, wenn ich alles durch habe, nochmal alle Figuren zeigen, alle Charakterbiografien und so weiter. Und zwar möchte ich das so machen, in einem Special Part alle Charakterbiografien, in dem anderen alle Figuren, in dem anderen möchte ich nochmal alle Tonbänder laufen lassen und so weiter und so fort. Und das möchte ich auch jetzt tun, und zwar möchte ich mit den Charakterbiografien anfangen, da habe ich schon mal das Schlimme weg. Das sind nämlich so viele. Och nö. Schaut euch diese Kacke an. Wir fangen einfach mal an mit Batman. Ich lese. Story: Nachdem seine Eltern vor seinen Augen erschossen worden waren, schwor der junge Bruce Wayne, Gotham City von den kriminellen Elementen zu säubern, die seine Eltern getötet haben. In der Folgezeit erreichte er durch ein gezieltes Training eine ungeahnte mentale und körperliche Perfektion und widmete sich dem Studium verschiedener Kampfkünste, moderner Detektivtechniken und der Kriminellpsychologie. Mithilfe hochspezialisierter Gadgets und Fahrzeuge kämpft Batman seither in Gestalt einer Fledermaus gegen die kriminellen Elemente der Stadt und agiert von seiner geheimen Bathöhle unter Wayne Manor aus. Ja. Fakten. Bürgerlicher Name Bruce Lane. Bruce Wayne. Beruf, CEO. Was? Philan? Was? Philanthrop? Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ich hab die Filme noch nie so wirklich gesehen. Operationsbasis Gotham City. Augen blau. Haare. Sorry, schwarz. Warum ich das nicht lesen konnte, fragt mich nicht. Größe 1,88, Gewicht 95 Kilo. Detektivcomic Nummer 27, Mai 1939. Erstes Auftreten. Eigenschaften in körperlichen und mentalen Höchstform. Arsenal technischer Gadgets, Fahrzeuge und moderner Technologien. Erfinder, Detektiv, Hochintelligenz. Was beherrscht zahlreiche Kampfkünste. Ausgebildeter Kriminologe. Abschluss von Naturwissenschaften, Computerexperte, Meister der Verkleidung, fotografisches Gedächtnis, ausgebildete Enttarnung und Spionagetechniken, erfahrener Ausbruchskünste, oh. Das war Batman. Jetzt geht's weiter mit Joker. Hier gibt's jetzt noch die Tonbänder, aber die lasse ich alle noch in einem anderen Dings laufen. Und so, ich will mit Story anfangen. Der Joker ist ein geisteskranker Superschurke, dessen weiße Haut, grüne Haare und blutrote Lippen über das mörderische Wesen hinweg täuschen, was sich hinter seinen grotesken Äußeren verbirgt. Der selbsternannte Clownprinz des Verbrechens hat zwar keine Superfähigkeiten, ist aber für seine Brutalität und Mordlust berüchtigt. Nicht selten schmiedet der Joker heimtückisch Pläne, um seinen Erzfeind Batman zu Fall zu bringen. Fakten: bürgerlicher Name unbekannt. Oh, wirklich? Wusste ich gar nicht. Berufsverbrecher, wer hätte das gedacht? Operationsbasis Gotham City, Augengrün, Haare grün, Größe 1,83, Gewicht 78 Kilo. Erstes Auftreten in Batman Nummer 1, Frühling 1944. Eigenschaften: reueloser, gemeingefährlicher Soziopath, der sich seiner präzisen psychologischen Einrufung entzieht. Stimmt das? Bestimmt steht da irgendwas anderes, aber sorry, ich kann es gerade nicht lesen. Überraschend starker Nahkämpfer. Seine Vergangenheit ist unbekannt, widersprüchlich und unbestätigend. Denn Berichte zufolge ist er ein gescheiterter Komiker, ein ehemaliger Dieb und ein gebrochener Ehemann. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Benutzt verschiedene Waffen, die häufig auf Scherzartikeln basieren. Ja, das stimmt. Setzt ein Gift ein, das das Gesicht seines Opfers zu einem Joker-ähnlichen Grinsen dehnt und schließlich zum Tode. Okay, die Bänder haben wir erst im nächsten Part. So, wen haben wir hier? Quincy Sharp. Quincy Sharp ist seit 3 Jahren der Leiter der Anstalt von Arkham. Er hat sein Leben in den Dienst der Heilung der geisteskranken Superschurken geteilt, die in Gotham City Unwesen treiben.
Derzeit kämpft er im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von Gotham. Und um seine Ambitionen zu unterstreichen, hat er die Sicherheitsrichtlinien in Arkham verschärft und experimentelle Studien in Auftrag gegeben. Fakt und bürgerliche Name Quincy Sharp, wer hätte das gedacht? Beruf. Warum Lauf? Leiter der Anstalt von Arkham, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare grau, Größe 1,72, Gewicht 88 Kilo. Erstes Auftreten in Batman Arkham Asylum, Sommer 2009. Das Spiel? Der kommt nur im Spiel vor, cool. Eigenschaft ist entschlossen, Arkham zu säubern, in Anführungszeichen. Altmodischer Wichtigtuer, der nur Augen für sein eigenes politisches Fortkommen hat. Überspielt mit seiner Verachtung der Patienten von Arkham und sein Desinteresse an der Behandlung seiner eigenen Fähigkeit. Ja. Der nächste ist Frank Bolt, das ist doch der Polizist, ne? Story: Frank arbeitet seit 8 Jahren in Arkham. Er wurde bereits zweimal wegen Trunkenheit im Dienst suspendiert und veranstaltet in den Zimmern der Wächter regelmäßige Pokerabende. Geil! Frank hätte in Arkham liebend gern das Sagen, allerdings ist ihm bisher entgangen, dass er unbeliebt ist und als nicht vertrauenswürdig gilt. Wer hätte das gedacht? Bürgerlicher Name Frank Bowles, Beruf Wachmann in der Anstalt von Arkham, Operationsbasis Gotham City, Augenbrauen, Haare schwarz, Größe 1,63 oder 1,83, ich glaube 1,83, Gewicht 84 Kilo, erstes Aufsehen, Batman Arkham, kommt auch nur im Spiel vor, geil. Hält sich in seiner unglaublichen Arroganz für den besten Wachmann der Anstalt von Arkham, überspielt seine eigenen Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten mit beißendem Sarkasmus, hat aufgrund seines aufbrausenden Wesens bereits mehrere Patienten verletzt. Der gefällt mir. Ach Gott, Killer Quark. Wie sehr ich ihn hasse. Waylon Jones wuchs bei seiner alkoholkranken Tante auf und hatte aufgrund eines seltenen Gendefektes bereits als Kind eine schuppenartige Hautstruktur, die seinen Körper zunehmend entstellte. Nachdem er einige Zeit als Killer Quark bei einem wandernden Jahrmarkt aufgetreten war, gewann die Bestie in ihm endgültig die Oberhand und er schlug eine kriminelle Laufbahn ein. Angesichts des fortgeschrittenen körperlichen und geistigen Verhältnisses hat Killer Quark inzwischen nicht mehr viel mit einem Menschen gemein. Nee, ich wusste gar nicht, dass der ein Mensch war. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre, keine Ahnung, ein Krokodil gewesen, das vielleicht bei einem Versuch experimentell ein bisschen verunstaltet worden ist. Bürgerlicher Name Waylon Jones. Beruf alligatorischer Gangstermörder. Ach, Alligatorringer. Oh, ist. Naja, fast. Operationsbasis mobil. Augengelb, Haare geil. Okay. Warum ich mich darüber so kaputt lache, fragt mich nicht. Größe 2,74 Meter, Gewicht 263 Kilo. Erstes Auftreten Batman Nummer 357, Januar 1984. Killer Quark hat eine außergewöhnliche, robuste Haut sowie Rasiermesser, scharfe Zähne und Klauen. Erfahrener Ringer mit übermenschlicher Kraft und Ausdauer. Geschärfte Sinne und extrem schnelle Reflexe. Kann im Wasser längere Zeit überleben. Erklärter Menschenfeind. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, ich möchte eigentlich die ganze obere Reihe heute noch fertig kriegen. Und dann, das sozusagen jede Reihe pro Part. Also müsste ich dann 3 Parts machen. Story: Seit die Psychiaterin Dr. Harleen Quinzel mit der Behandlung des Jokers betraut wurde, ist sie obsessiv auf ihren Patienten fixiert und hält sich für dessen Geliebten. Aus diesem Grund verhelft sie ihm zur Flucht und wurde unter dem Namen Harley Quinn selbst zur Kriminellen. Quinn ist eine brutale, unberechenbare Schurkin, deren einziger Ansporn, vom grenzenlosen Chaos einmal abgesehen, die Anerkennung des Jokers ist. Aufgrund des grausamen und launenhaftes Wesens des Jokers ist Quinn für ihn nur ein weiteres Opfer, allerdings ein überaus gefährliches.
Bürgerlicher Name Dr. Harley Quinzel, Beruf Berufsverbrecherin, Operation Gotham City, Augen blau, Haare blond, Größe 1,70, Gewicht 63 Kilo. 36. Erstes Auftreten Batman Harley Quinn Nummer 1, Oktober 1999 kam die zum ersten Mal. Überraschende Kraft und Ausdauer, überragende Turnerin, totale Mischung menschlichen Lebens. Wie der Joker eine gemeingefährliche Psychiaterin, die sich jeglicher Klassifizierung entzieht. So. Der Pinguin, der kommt in diesem Teil gar nicht vor, aber der kommt in Batman Arkham City vor und den will ich auch noch let's playen. Also hört jetzt zu, der kommt nämlich drin vor. Der Pinguin ist eine der ältesten Feinde des dunklen Ritters, der exzentrische Superschurke und bekannte Vogelfreund ist für seine Regenschirme und zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Toburg-Lunge, Lounge von Gotham, dient Gabblepot, als Fassade für zusätzliche illegale Geldgeschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen. Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner. In diesen Regenschirmen zahlreiche tödliche Waffen und andere Überraschungen schlummern. Ja. Warum ich das nicht lesen kann, ist keine Ahnung. Ich gucke jetzt, glaube ich, auf meinen Computerbildschirm lieber, anstatt auf den Fernseher. Bürgerlicher Name, Oswald Chesterfield Gabblepot. Beruf, Restaurantbesitzer und Gangster. Operationsweise Gotham City, Augen blau, Haare grün, Größe 1,57, Gewicht 79 Kilo. Ach, der ist nur 1,7. Ich bin ja größer wie der, ist ja cool. Ich hab immer gedacht, ich wäre voll klein, egal. Erstes Auftreten, Detective Comics, Nummer 58, Dezember 1941. Kriminelle Finanzgenie. Nahkampfexperte, getrieben vom Wunsch, sich trotz seines lächerlichen Aussehens zu beweisen. Benutzt verschiedene aus Regenschirm oder Vögeln besitzende Waffen. Dann haben wir noch Two-Face, der kommt auch in Batman Arkham City vor. Ach du Scheiße, okay. Das kann was werden, ne, die Story. Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent war einer von Batmans engsten Verbündeten, bis sein Gesicht durch den Säureangriff eines Kriminellen schrecklich entstellt wurde. Seit jenem Tag vereint Dent die Seelen eines Gesetz. Wartet mal. Seit jedem Tag vereinigt denn die gesetzregenden Staatsanwaltes und eines. Ach, sorry, ich bin blöd zum Lesen. Und eines. Was? Irgendwas super Schurken in sich, Two-Face. Markenzeichen ist ein zweiköpfiger Silberdollar, ein ehemaliger Glücksbringer, der auf einer Seite durch den Anschlag beschädigt wurde und ihm jetzt als Sinnbild seiner gespaltenen Persönlichkeit dient. Er wirft diese Münze um, über das Schicksal seines Opfers zu entscheiden. Trotz Batmans Bemühungen, seinen einzigen Verbündeten auf dem rechten Weg zu führen, ist Dent von der Macht des Zufalls besessen und versucht alles seine diametrische Philosophie durch seine Verbrechen zu untermauern. Okay. Das war hart zu lesen. Bürgerlicher Name Harvey Dent, Beruf, Berufsverbrecher, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare, braun, grau, Größe 1,83, Gewicht 83 Kilo. Erstes Auftreten Detective Comics Nummer 66, August 8, 1942. Eingeschaften. Entstellte linke Gesichtshälfte, zu der er ebenfalls auf nur einer Seite passende Kleidung trägt. Echt? Ach, stimmt. Extrem geschickt im Umgang mit seinen beiden halbautomatischen 45ern. Dualitätsfanatiker, der seine Verbrechen mit der Zahl 2 in Verbindung bringt. Lässt seine zerkratzte Münze über das Leben und Tod seines Opfers entscheiden. Ja, das stimmt, das sieht man auch bei dem Batman Arkham City. Da kommen noch ein paar für diese Folge. Egal wie lang die Folge wird, die erste Reihe will ich durchhaben. Prometheus, den kenne ich absolut nicht. Weder aus Batman-Film, noch aus den Comics, noch irgendwo, ja.
Prometheus wurde von Kriminellen aufgezogen, die vor seinen Augen von Polizisten erschossen wurden. Seit jenem schicksalhaften Tag kämpft er verbissen gegen das Gesetz und hat die Welt bereist, um sich das verschieden um die verschiedene verschiedensten Spielarten des Mordens anzueignen. Dank seines Panzeranzugs und seiner natürlichen Fähigkeiten verstärkt ist er ein tödlicher Killer, der Batmans körperlich und mental in nichts nach steht. Bürgerlicher Name unbekannt, Beruf, Berufsverbrecher, Operationsbasis, Gotham City, Augenbrauen, Haare weiß, Größe 1,83, Gewicht 83 Kilo, erstes Auftreten, Prometheus Nummer 1, Dezember 97. Ja, bin ich geboren worden. 97, also, ja. Wer hätte das gedacht? Krankhafter Polizistenmörder verfügt eine außergewöhnliche mentale und körperliche Fähigkeit, Arsenal von Waffen und tödlichen Gadgets. So, dann haben wir den großen Fass. Den großen weißen Hai. What the fuck, den kenn ich auch nicht. Der große weiße Hai. Als der korrupte Investor und Millionsbetrüger Warren Wife vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, um dem Gefängnis zu entgehen, ahnte er doch nicht, dass seine Einlieferung nach Arkham das weitgrößere Übel sein würde. Während er von den anderen Patienten der Anstalt in den Wahnsinn getrieben wurde, kostete ihn eine Begegnung mit Mr. Freeze, den kenne ich, Nase, Ohren und Lippen. White, der nunmehr denn je einem Hai ähnelt, schliff sich daraufhin die Zähne und nannte sich großer weißer Hai. Dank seiner Beziehung in der Finanzwelt ist er inzwischen eine feste Größe der Gothamer Unterwelt und betreibt aus seiner Zelle hinaus zahlreiche illegale Geschäfte. Der Freeze hat die Ohren, die Nase und noch irgendwas rausgerissen, die Haare. Okay, cool. Bürgerlicher Name Raven Rife. Beruf, Berufsverbrecher, Operationssaal, Gott, so die Augenbrauen, Haare, keine. Größe 1,80, Gewicht 82 Kilogramm. Erstes Auftreten, Arkham Asylum, Living Hell Nummer 1, Juli 2003. Ich find's cool, dass Batman also immer noch neue Schurken kriegt in den Jahren. Find ich cool. Finanzgenie, das sein Wissen für verschiedene Verbrechen nutzt. Sein vernarbtes Gesicht erinnert einem Hai, spitz angeschliffene Zähne. So, der nächste ist der Bauchredner. Kennen wir den? Arnold Wesker war ein ängstliches Waisenkind, dessen Angststufe Aggression sich in einer Kneipenschlägerei entluden und ihm einen Aufenthalt in Blackgate bescherte. Als er dort die Puppe Scarface entdeckte, ermordete er den Mann, der sie genutzt hat. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und Scarface dingiert eine Vielzahl krimineller Aktivieren hat. Während gemein angenommen wird, dass der Bauchredner über die Puppe seine gespaltenen Persönlichkeit auflebt, betrachtet er sich dieser selbst als Lakai, der den Anweisungen seiner Puppe widerwillig folgt. Also Scarface hat der Joker den nicht benutzt in der Story? Bürgerlicher Name Arnold Wesker, Beruf, Berufsverbrecher, Operationssaal Gotham City, Augenblau, Haare braun, Größe 1,70, Gewicht 64 Kilo, erstes Auftreten, Detektiv, Comics Nummer 583, Februar 1988. Eigenschaften, wahnsinniger Schizophrener mit multiplen Persönlichkeitsstörungen. Besessen von seiner Puppe Scarface, die er mit einer beunruhigenden Geschick führt. Agiert im Team mit Scarface als kriminelles Superheel. Okay. So, drei haben wir noch. Einmal den Professor Hugo Strange. Den treffen wir auch im Batman Arkham City. Der Psychiater Professor Hugo Strange macht durch die Behauptung von sich zu reden, er habe ein präzise psychologisches Profil des dunklen Ritters erstellt, ohne diesen jemals persönlich getroffen zu haben. Er untermauert seine Behauptungen, indem er Batman wahre Identität als Bruce Wayne korrekt erschloss. Sein Interesse an Batman wurde allerdings zunehmend zu einer manischen Obsession. Seitdem
schmiedet er ständig neue bizarren Pläne, um Batman mit Hilfe von Gentechnik und Bedenkkontrolle zu besiegen und seinen Platz einzunehmen. Angesichts seines unherrschbaren Geistzustandes ist nicht ganz klar, ob sich Strange an Batmans wahre Identität erinnert. Diese Tatsache, dass Batmans großes Geheimnis enthüllt werden konnte, schwebt drohend über Bruce Waynes Kopf. Bürgerlicher Name Professor Hugo Strange, Beruf Psychiater, Operationsbasis Gotham City. Augen grau, Haare keine, Größe 1,78, Gewicht 72 Kilogramm, Detektiv Comics, Nummer 36, Februar 1940. Black Mask. Den kenne ich, aber ich glaube, der kommt nirgendwo drinne vor. Nach der mysteriösen Feuertod seiner millionenschweren Eltern erlebte Roman Sionis ihr Verm Ach, erbte er sein Vermögen und führte ihren Kosmetikkonferenz an den Rand des Bankrotts. Als ihn Bruce Wayne durch den Aufkauf des Unternehmens vor dem Ruin bewahrte, schützte sich Sionis auf ein Fragment, ach, stützte auf ein Fragment des Ebenholzsarges seines Vaters. Eine Maske begann seinen Rachefeldzug. Als er sich mit der Maske nach einem Gefecht mit dem dunklen Ritter in sein Gesicht brannte, wurde er aus Roman Sionis des Bösewichts Black Mask. Heute ist Sionis einer der gefürchtesten und mächtigen Mafiabosse der Stadt. Bürgerlicher Name Roman Sionis. Beruf Berufsverbrecher, Operationssaal Gotham City, Augenbrauen, Haare, keine Größe 1,86, Gewicht 83 Kilogramm, letztes Auftreten, erstes, ich lese immer letztes. Batman Nummer 386, August 85. Vorliebe für Masken hasst Batman und Bruce Wayne. Gesicht ähnelt einem schwarzen Schädel. Gefürchtet und mächtiger Mafiaboss. Für seine beiden Pistolen berüchtigter Scharfschütze. Und dann haben wir noch Kalendermord, den kenne ich, der ist cool. Den treffen wir persönlich zwar. Doch, im Batman Arkham City sehen wir ihn. Aber der gehört nicht zur Story. Ist so ein kleines Feature. Aufgrund seines Kalenderfixierten wurden Julian Day eines Tages der Kalenderman. Seitdem verübt und verknüpft er seine Verbrechen in problematischen Umfeld verschiedener Feiertage. Nicht selten hinterlässt er dabei Spuren, die durchaus zu seiner Festnahme führen konnten. Trotzdem wird die gute Laune des Bürgers von Gotham City heute an jedem Feiertag vom drohenden Phantom der Kalenderman getrübt. Fucking bürgerlicher Name Julian Day. Beruf, Berufsverbrecher, Operationsbasis Gotham City, Augen blau, Haare braun, Größe 1,90, der hat Haare, okay, Gewicht 79 Kilogramm. Und erstes Auftreten, Detektiv Comics Nummer 259, 58. So, das waren erstmal alle. Übrigens gibt es eine Trophäe in Batman Arkham City. Du musst an jedem Feiertag zum Kalenderman kommen. Und zwar an jedem. Und dann bekommst du eine Trophäe. Die Trophäe werde ich nie im Leben holen und die möchte ich auch nie im Leben haben. Also das ist mir schon zu viel. So. Das war der erste Part von drei. Und in den nächsten Part sehen wir dann die anderen zwei Zeilen. Ich hoffe, die werden da nicht so schlimm wie die erste. Na gut, viele große Schurken sind ja schon weg, wie Killer Croc, Joker, Batman, Harley Quinn und so weiter. Hier kommt dann Bruce Wayne, Oracle, Commissar Gordon, Dr. Pym, okay. Die kommen alle im nächsten Part. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wie ich hier ein bisschen gelesen habe, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Zumindest im zweiten Part aller Biografien. Ja, und ich sage bis dahin, tschüss.